Hallo und willkommen zu Elli kocht. Ja, aus gegebenen Anlass gibt es heute etwas ganz Leichtes, was eigentlich jeder kann, jede Frau kennt, jedes Mädchen kennt, bloß eine Dame, Isabel, kennt es nicht. Isabel rief mich an und sagte, Mensch Elli, kannst du mir das bitte nicht mal zeigen, wie das funktioniert? Und ihr wollt jetzt wissen, was sie wissen wollte, was dann funktioniert. Und zwar Rhabarber. Das ist sowas simpel und einfach, aber ich mache es gerne. Ich zeige es, wie ich das mache. Normalerweise ist es ja nun mal so, dass zuallererst das abgewaschen werden muss, wenn das gekauft worden ist, unter der Wasserleitung abspülen. Das habe ich schon getan. Dann mache ich die Enden weg. Und das. Und dann kann man es eigentlich schon schneiden. Eigentlich. Ich mache das nicht. Ich ziehe so ein bisschen die Pelle ab, damit es nicht ganz so gezittert und nicht ganz so rot. Es muss nicht nur rot sein. Rot ist zwar eine schöne Farbe, aber muss nicht sein. Eigentlich reicht das auch schon. Und dann kommt es drauf an, wie groß man es haben möchte. Um es auf einen Löffel, auf einen kleinen Löffel zu bekommen oder auf einen großen Löffel oder ob man wie ein Spaghetti aufrollen möchte. Kann man natürlich machen, wie man gerne möchte. So, ich schneide das aber meistens so, dass es, Moment, auf einen Löffel rauf passt. So in etwa. Denn das wird ja gekocht und dann wird das Ganze, löst sich das ja auf. Und da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Also Isabel ist, ja, ich möchte nicht sagen dumm, aber ich habe schon zu ihr gesagt, wenn es sowas einfach ist, das ist doch wirklich pipi einfach. Was kann man denn da falsch machen? Ja, sagt sie, sie weiß gar nichts, wie man das machen soll. Sie hat zwar welchen gekauft und dann, jetzt fängt er nicht an zu lachen. Sie hat es in einen großen Topf senkrecht gestellt. Ein Teil war weich, der hat sich aufgelöst so halb und der andere Teil nicht. Ja, ich musste natürlich auch lachen, wie ich das gehört habe. Aber naja, das ist ja kein Spargel, sondern das ist ja Rhabarber. Das kann man als Kompott machen. Man kann es zum Reis essen, man kann es zum Pudding essen, man kann es solo essen. Einfach nur ganz toll. So, und wenn ich das jetzt hier so schneide, also man macht das erstmal so weit fertig. Aber manchmal macht das auch so, geht manchmal schneller, aber dann ist es wieder mit dem Jetzetter hier. So, zwei haben wir noch. Zwei Stück, nicht zwei, sondern zwei. Aber ihr könnt ruhig hören, wo ich herkomme. Ich komme aus Berlin, wa? Berlin ist eh eine Reise wert. Ja, und dann geht man zu Elli, ich weiß. Na, Elli fühlt sich heute nicht ganz so wohl. Ich habe heute auch ein bisschen Fieber. Aber aus gegebenen Anlass habe ich gesagt, okay, das dauert nicht alle Welt. Ich mache dir den Rhabarber, gucke schön zu. Und dann kommst du irgendwann zu mir und dann zeigst du mir, wie du das gekocht hast. Oh, Isabel hat gesagt, okay. Er geht schneller so. Ihr wollt ja nicht so lange hier gucken. Ja, naja, Fieber, das wird vielleicht sein, weil draußen sind ja so ein Blütenstaub. Ich bitte das von der Birke. Oh, Mann. So, eine haben wir noch. Eine. Dann gibt es, wie gesagt, auch zwei Varianten. Die erste Variante ist, wenn das alles geschnitten ist, auf Größe, wie man es gerne haben möchte, dann kann man das einzuckern, Zucker drauf, und circa eine Stunde warten. Dann wird das Wasser gezogen und dann braucht man nicht so viel Wasser. Wenn man aber keine Zeit hat oder keine Lust, wie auch immer,
Bei mir trifft beides manchmal zu. Keine Zeit, keine Lust. Dann macht man das so, wie ich es jetzt mache. Ich mache ja ein bisschen Zucker. Das kommt ja überall rein, weil der Rhabarber ist sehr, sehr sauer. Man kann ihn auch so essen. Oh, man schluckt ihn so ein bisschen in Zucker ein. So. Lecker, lecker. Okay. So. Ich mache dann noch Vanillenzucker rein. Klar, ja, Vanille. Machen wir ruhig ein ganzes. Und ich, der Koch, der normale Koch, sagt jetzt, nein, das darf da kein Wasser rein, weil es sonst zu wässrig wird. Ich mache aber jetzt Wasser rein, weil, das ist ja die zweite Variante, wir brauchen auch nicht so viel Wasser, sondern nur etwas. Weil der ganze Rhabarber zieht ja auch noch Wasser. Deswegen brauchen wir nicht ganz so viel. Das ist vielleicht meine. Mit einer Handschneide passiert das nämlich. So, kommt jetzt hier drauf. Und ich kenne es so von meiner Mama. Normalerweise ist das jetzt schon perfekt und fertig. Jetzt muss man warten, bis es kocht. Öfters mal umrühren und wenn sich der Rhabarber aufgelöst hat, runternehmen, fertig ist es und aus. Dann abwarten, bis es kalt ist, kann man es essen. Ich mache da noch Zimt rein. Und zwar ein Stückchen Zimt. Nicht die ganze Zimtstange, um Gottes Willen, sondern nur ein Drittel von dem. Guck mal, ob ich das schaffe. Ja, so in etwa kommt das hin. Nur so ein Drittel. So, das packe ich jetzt hier mit rein. Ist meine Variante, Ellis Variante. Andere machen da noch mehr rein. Ach, das ist unterschiedlich. Aber so schmeckt es am besten mit Zucker, Vanillenzucker und eben ein kleines Stückchen vom Zimt. Ich muss natürlich warten, bis es hier kocht und dann öfters mal umrühren. Und kurz bevor alles aufgelöst ist, könnt ihr das runternehmen, denn es köchelt ja noch nach, es ist ja noch heiß. Und zieht auch noch Wasser und dann habt ihr aber auch ein schönes. Kostet denn, ihr könnt es nochmal nachsüßen. Vielen ist es noch zu sauer. Bei mir manchmal auch, weil der Rhabarber ist wirklich sehr, sehr sauer. Und dann könnt ihr natürlich noch nachsüßen. Am besten macht ihr das, wenn es heiß ist, dann zieht es mehr, die Süße mehr durch und dann schmeckt es auch besser zum Pudding oder zum Reis. Reis kann man natürlich auch so, statt Milchreis, also Milchreis ja, aber ohne Zucker und Zimt, sondern eben halt mit Rhabarber. Also die Varianten gibt es da sehr viele. Und mit Rhabarber kann man auch schön Kuchen backen. Ja, aber nun habe ich diese Variante gewählt, weil eben Isabel mich angerufen hatte und sie hat gesagt, kannst du das nicht mal zeigen? So Isabel, ich hoffe, du hast alles gut verstanden, wenn nicht, ruf mich an. Ich bin für jedes dumme Mädchen da. Ich darf das sagen, ich weiß. Nicht, dass ihr anderen euch aufregt, wie ich Isabel nenne. Und von daher, ich darf das sagen. Und viele lachen jetzt auch. Und ich werde demnächst auch wieder was anderes kochen. Habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit und auch Lust zu kochen. Wenn ich nicht krank bin und jetzt Fieber nicht steigt. Naja, ein bisschen. Und dann bin ich wieder da. Ansonsten wünsche ich euch gutes Gelingen und guten Appetit.